Hallo von der Fashion Week. Ich bin hier mit Baha. Schön, dass du da bist. Du hast so viel gearbeitet. Ja, wir sind eigentlich gerade relativ viel unterwegs gewesen für die Promo für unser Album, welches ja gerade aktuell draußen ist. Aber ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, weil ich freue mich schon die ganze Zeit auf die Fashion Week. Und ich bin einfach gespannt auf die ganzen Shows und bin auch wirklich begeistert von denen, die ich bisher gesehen habe. Ja, ich freue mich auch immer, weil wir uns auch hier meistens sehen. Jedes Mal, ne? Also wir sehen uns nie zwischendrin, wir sehen uns immer nur hier, immer auf der Fashion Week. Ja, holst du dir hier auch Inspirationen für deine Bühnenoutfits? Ja, schon. Natürlich, ich meine, klar, ich liebe Klamotten, ich liebe Fashion und wenn ich zur Fashion Week gehen kann, was mich dann immer sehr freut, dann hole ich mir da natürlich auch die Inspirationen her. Also das inspiriert mich sehr, man schaut sich die verschiedenen Designer an und die verschiedenen Sachen, die jetzt irgendwie nächstes... Was gefällt dir denn am besten an deiner neuen Platte? Welches ist dein Lieblingssong? Ich glaube, so richtig kann man das nicht sagen, weil jeder einzelne Song auf diesem Album, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, mir sehr, sehr viel bedeutet, weil wir ungefähr 1,5 Jahre an diesem Album gearbeitet haben, was sehr lang ist, also für mich persönlich sehr lang. Und da steckt sehr, sehr viel harte Arbeit, Liebe, Trauer, Tränen auch mit drin und deswegen liegt es mir sehr, sehr am Herzen. Aber es gibt natürlich so ein paar Songs, klar, unsere Single, die mag ich sehr gerne, Like a Lady, und sonst stehe ich total auf Catwalk, passt ja auch super hier zur Fashion Week. Da habe ich auch schon überlegt, warum hat man den Song eigentlich nicht hierher gebracht. Aber sonst ganz viele schöne Balladen sind auch mit drauf. Sehr, sehr schönes Album, sehr abwechslungsreich. Fashion Week ist wirklich anstrengend. Ja, also. Sehr, sehr anstrengend. Fashion ist anstrengend. Ja, schön, also dann freue ich mich drauf, dich bei den nächsten Shows wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch. Und spätestens sind wir da auch wieder. Gerne. Ciao. Ciao.